Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Omikron, der richtig geilen Nuzlocke-Challenge. Ja, wieder in gewohnter abendlicher Aufnahmerunde. Ich wollte die Stadt hier erkunden und ich würde mal sagen, ich mache das Ganze so mal von oben nach unten. Mal gucken, was wir hier so in Erfahrung bringen können. Mhm. Es gibt einen Egg-Dealer, der gibt Pokémon-Eggs. Okay. Das ist interessant zu wissen. Ein Egg-Dealer. Ja, also ich hätte sehr gern ein Ei. Mhm. Mhm. Sein Sohn ist irgendwie Arena-Leiter. Okay. Hier jemand, der potenziell Team Olympus joinen wollte. Jetzt aber eben doch nicht mehr. Und Team Olympus ist hier und hat dieses eine Gebäude da eingenommen. Okay, ich rede erstmal wieder mit allen Leuten draußen. Okay, ihm ist heiß. Aber geil. Danke für die Info. Hier, take this! Wir könnten Leani entwickeln. Wollen wir das jetzt schon machen? Ich glaube, das überlege ich mir potenziell für die nächste Folge. Da muss ich erstmal nachgucken, ob sich das jetzt schon lohnt. Hier können wir potenziell wieder traden. Also wenn wir hier keinen anderen Encounter finden sollten, also keine Möglichkeit, dann könnte man das hier benutzen. Okay. Hier sind ganz schön viele Leute. Hä? Warte mal, bin ich gerade doof? Hab ich gerade... Moment. Moment. Karablast for my Chelmet. Und er sagt das andersrum, oder wie? Wow, ernsthaft. Okay, haben wir hier oben in der Ecke noch... Ja, hier steht so ein Dude, der lässt uns nicht rein. Hi. So. Hier ist ein Dude. Ey, moin. Psst, hey Kid. Ah, das ist der Pokémon-Egg hier. Ja, klar, nehme ich. Good, take it. Oh, ich habe kein Platz. Okay. Hi. Mhm. Mhm. Okay, ich habe so das dezente Gefühl, dass man hier aus Richtung Norden rein kommt. Kann ich hier... Moment, aber wie kann ich... okay. Daumen auf jeden Fall den Pokémon-Egg-Typen. Habe ich mit mir schon gesprochen? Ach, das war... Ach so, das war der jetzt hier runtergelaufen ist. Okay. Okay, das hier ist schon eine recht große Stadt. Verstehe, ja. So. Mit ihm werden wir mal noch reden. Hi. Hier gibt es allein drei Leute, die Pokémon tauschen möchten. Das ist interessant. Du lässt mich nicht weiter, nehme ich an. Aha. Wir müssen Team Olympus aufhalten. Ja, das ist ja großartig. Okay, dann haben wir mit allen Leuten draußen geredet. Dann würde ich mal sagen, lege ich gerade mal ein Pokémon auf die Box. Und dann holen wir uns das Pokémon-Ei. Ne, das Pokémon-Ei wäre nicht unser Encounter für die Stadt, weil das ist ja quasi ein geschenktes Pokémon. Ich lege mal gerade... Äh,
Earphone kurz hier auf die Box. So. Ich nutze das auch gleich mal und rede mal mit den Leuten hier im Pokémon Center. Vielleicht kriegen wir hier was geschenkt. Den Rangern anschließen. Ja, Pokémon Ranger klingt nach einem interessanten Job, aber ich habe gerade anderes zu tun hier. Hi. Moment, wer? Ein Typ, der eigene Moves kreieren kann. Ist das dann quasi so ein Move-Tutor oder kann man sich hier wirklich eigene Moves machen? Ich weiß ja, dass es hier in Pokémon Omicron auch ein paar Fake-Mons gibt. Nicht sehr viele, aber ein paar. Finde ich interessant, muss ich sagen. Wo ich gerade hier bin. Ich könnte mal wieder 10 Pokébälle mitnehmen und den Premierball, wo ich gerade schon mal hier stehe. Und 5 Superbälle nehme ich mal auch nochmal mit. So. Dankeschön. Gott, dann soll ich wieder gut ausgestattet sein. Dann holen wir uns mal das Ei. Gibt das eigentlich mehrere Eier oder? So. Du hast ein Pokémon-Ei. Yo, ich nehm's. Okay. Was könnte daraus schlüpfen? Ist es das klassische Togepi oder vielleicht doch irgendwie ein anderes Baby-Pokémon? Okay, wir kriegen nur ein Ei. Aber ey, wir haben Pokémon, das ist gut. So, was hast du mir jetzt nochmal gesagt? Okay. Ah, okay, wir müssen weiter nördlich gehen, um den Eingang zu bekommen, zu finden. Aber erstmal gucken wir uns hier mal die Häuser an. Hier gibt es doch bestimmt wieder einiges. Oh Gott, was hier los, ey. Party! Ich liebe Pokémon. Sangoose, das war, ich glaube Sangoose. Was? What? Okay. Scheiße, hätte ich das andere genommen, hätte ich. Wow. Der gibt einem immer das, was man nicht sagt. Okay. Swiper. War das? Moment, ich muss mal kurz. War das das Pokémon, woran ich denn überhaupt gedacht habe? Ja, genau, das Ding. Vipitis heißt es im Deutschen. Ist auch ein cooles Pokémon, ne? Also ich beschwöre mich nicht. Eine männliche Schlange. Oh, ich weiß es. Moment. Aber da muss ich wieder mal nachgucken. Den guten Kollegen will ich nicht falsch schreiben. So, da haben wir ihn. Einmal kopieren. Wobei. So. Watch your mouth. Also das ist doch wohl der perfekte Name für eine männliche Schlange. Ja, das ist richtig geschrieben. Okay. Hammer nice. Wir haben Orochimaru bekommen. Und wir haben noch ein Pokémon-Ei. Ey, das ist so... Geil. Okay, die gute Dame hat hier recht bekannte Kinder. Ein Arena-Leiter, einer von den Elite Four. Und einer im Government irgendwie. Ja, das ist großartig. Ja, Ash ist gut. Wir haben ja Baby Ash Ketchum gefunden, offensichtlich.
So, hier waren wir schon. Hier kommen wir. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja hier. Holy moly. Attack that mug be. Wie viele Pokémon bekommt man dieses. Ja. Das ist ein stationärer Encounter? What? Das ist doch der dritte Starter. Lol. Thunderwave. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir in dieser Folge so viele Encounter wieder bekommen. What the fuck? Okay, Magby, stationärer Encounter. Ich versuche es natürlich zu fangen. Holy moly. Das ist ja, okay, Magby hat keinen Bock. Jetzt will ich auch irgendwie gerade ganz dezent auswechseln. Ich gehe mal zu T-Mari, um den Angriff ein bisschen mit Bedroa zu senken. Der gute kann nämlich angreifen. Komm, ich werf mal den neu dazugekommenen Premier mal ein männliches Magby. Jetzt geht's aber los, ey. Holy moly. Was? Ach komm schon. Ich will dich nicht angreifen, du bist ein Magby. Okay, ich werfe noch ein Pokéball. Das ist halt auch nur Level 10 und das ist ein Baby-Pokémon. Sobald ich das auch nur angucke, ist das tot. Oh Gott. Oh, nicht schon wieder, ey. Nein, nicht Ember. Alla, Magby, lass das. Ah, Magby ist ein cooler Encounter, aber no! Mann, ey! Leute! Wow, ernsthaft, ich brenne. Spiel, willst du mich verarschen? Ich werfe einen Great Ball. Komm schon, ey! Magby! What? Ich kann dich nicht angreifen! Okay, ich gehe mal zu Triton raus. Nicht, dass hier gleich noch ein Unglück geschieht. So, er kriegt die Full Para. Das ist ja sensationell. Ich werfe mal noch einen Great Ball. Komm schon, Mark B, Mark B, Mark B. Oh, Alter. Haben die in dem Spiel irgendwas mit den Encounter Rates gemacht oder so? Ich werfe noch einen Great Ball. Die haben in dem Spiel irgendwas abgeändert, oder? Also das ist halt irgendwie jetzt auch schon wieder Bullshit. Nur weil das Pokémon volle KP ist, ist es halt nicht unfangbar. Die haben ja irgendwas abgeändert. Das kann mir keiner erzählen, dass hier nichts abgeändert wurde. Ja, Magby hat eine relativ geringe. Ja, aber es kommt halt immer, also es ist halt so, als ob du das gar nicht fangen kannst. Ja, gut, also dann, also ich kann es halt nicht schwächen. Oh, Spiel, fuck mich nicht ab. Hat Leani irgendetwas um. Zystrahl, das Ding ist sofort tot. Elektra, Triton, Thema. Hat Tali noch irgendetwas, um das Ding zu schwächen? Konfusstrahl! Oh, das wäre noch eine Möglichkeit. Ich wechsle zu Tani und versuche das Ding, also dass es sich selber schwächt. Das könnte ich doch machen. Okay, wir machen den Konfusstrahl. So, das muss jetzt aber funktionieren. Also, ja. Ja, guck mal, das ist doch schon ein bisschen. Da kann ich jetzt auch mal wieder anfangen, ein paar Pokébälle zu werfen. Oh Mann, ey. Was ist das wieder für eine Folge? So, könntest du dich bitte nochmal hauen? Das wäre echt super nett, wenn du dich noch mal hauen würdest. Ja, es passiert natürlich nicht. Okay, ich sollte
mit den Great Balls weitermachen. Ich sehe schon, ich werde in dem Spiel nicht wirklich reich, weil ich hier halt 100 Millionen Bälle kaufen muss. Alter! Wie er halt auch permanent durch die Verwirrung durchkommt. Mark B! Boah, Alter, das... Ja, wie er halt immer durchkommt. Alter, Mark B! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ein Krampf war das, ey. Oh, okay, Feuer. Wieso bin ich jetzt gerade auf so einem Naruto-Trip? Ich weiß es gerade auch nicht. Ich meine, Feuer, Uchiha-Clan ist, was? Männlich ist so, ja. Okay. Gut. Ist das okay, dass ich dir jetzt einfach hier ihr Pokémon geklaut habe? Ist das für euch einfach so okay? Das ist für euch okay. Okay, was ist hiermit? Ich bekomme eine Beere, alles klar. Aber geil, kriege ich noch was? Okay, das heißt, wir haben aus dieser Stadt jetzt allein schon 3 Pokémon rausbekommen. Ja, ne? Wir haben Swiper bekommen, Magby und jetzt, also vorhin halt auch noch das Pokémon ein. Das sind schon 3 Pokémon und wir haben ja theoretisch eigentlich noch einen Encounter, den wir aber wahrscheinlich eh nicht nutzen können. Oh Gott, kriege ich jetzt auch wieder was geschenkt? Oh, hier kriegen wir... Aha. Ja. Noch ein Pokémon! Alter, what? Alter, was ist denn diesem Spiel los? Ein weibliches Bonsly. Oh Gott. Weiblich, Gestein, Baum, schwach, Ich bin heute sehr kreativ. Was soll man? Man könnte fast denken, ich habe hier irgendwie gerade einen Naruto Nailing Sea oder so. Ja, okay, das sind dann schon 4 geschickte Pokémon hier, alles klar. Cutmaster. Da oben ist der Cutmaster. Ey, kannst du mir Cut beibringen, Kollege? Da kann ich in die Arena. Was? Nee. Du sollst mir nichts erzählen. So, du bist der Cutmaster. Okay. Unser Rivale war hier und hat sich Cut gesnackt. Und jetzt müssen wir unseren Rivalen finden, um an Cut zu kommen. Das ist ja... Das wird ja immer besser hier. So. Oh Gott, Alter. Was ist denn hier los, ey? Oh Gott. Der dritte Arena-Leiter ist ein Computer. Ich erinnere mich. Steel-Type! Steel-Type ist jetzt aber belastend. Okay, der dritte Arena-Teil ist eine KI. Hammer nice. Das ist sensationell. So, hier waren wir drin, oder? Ja, genau. Hier haben wir das Magby hier. So, in das große Ding gehe ich gleich rein. Ich gucke erstmal noch, was hier drin ist. Ich habe Angst. Hilfe.
Okay, ich werde dich angegriffen. Was ist mit dem Shiny hier? Okay. Hi. Mhm. Du bist offensichtlich eine Art Professor, ne? Gott, ich dachte schon, hier gibt es den nächsten statischen Encounter, der sich einfach mal eiskalt in die Luft jagt. Was ist, Hier ist auch wieder sowas Komisches, ne? Das hat man in der anderen Stadt auch schon mal. Okay, die beiden Häuser rechts, das Ding. Da, oh, Gottes Willen. Okay, in das große Inn in der Mitte gehen wir zuletzt rein. Ich mache erstmal hier die beiden. Hallo! Okay, du beobachtest Team Olympus. Das finde ich super, super gut. Aha. Okay. Pokémon Natures. Ja, ich habe davon mal gehört, ne? Ja, Adamant ist für viele sehr gut. Was? What? Nee, halt, stopp. Was? Der Typ gibt einem Pokémon für mich die Adamant Nature? Moment mal, wäre das für Elektra nicht übelst gut? Ja, für Elektra wäre die Adamant Nature ganz schön gut. Ich meine, schnell ist Elektra. Ja, Adamant für Elektra wäre richtig gut. Dann wäre Elektra schneller, weil der Mali auf Speed halt weggeht und Attack. Oh Gott, Adamant auf Elektra? Oder vielleicht Adamant auf Temari? Wobei, was hat Temari? Ja. Adamant auf Temari wäre auch nicht schlecht, ne? Temari hat auf Level 19 37 Angriff. Und Elektra hat... Ja, doch, Elektra wäre schon krasser. Ey, Kollege, ich, hallo. Ja, also, Adamant, ey, also, ne, ist, wenn du mich so fragst. Okay, er kann das aber nur einmal machen. Ich würde sagen, wir machen das für Elektra. Adamant auf Elektra, das hätte ich gerne. Okay. Hat das jetzt echt gemacht oder hat er uns so verarscht? Aha! Elektra ist. Ohohoho. Ja, das ist doch also auf Level 19 schon 50 Angriff. Holy shit, ey. Diese Stadt hier boostet uns aber ganz schön, ne? Möchte ich mal anmerken. Hi. Okay. Die möchte nicht gegen uns kämpfen. Hier könnten wir Abwehr lernen. Ja, großartig. Können wir gegen die eine hier noch kämpfen später? Oder es erscheint irgendwie so. So, hier waren wir. Okay. Vorletztes Haus. Ach du Scheiße, was ist hier denn los? Hi. Dem Police Club? Ja, klar. Wie? Echt jetzt? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, ja, war ein Scherz. Okay. Ach du Scheiße. Aha. Police Club, we fight. We fight jetzt in night, we fight for what's right. Ja, super, du kriegst das schon hin. Ey, hier, Kollege, hallo. Ein Bekopf. Okay. Robocop oder was? So, du da unten. Hi.
Wenn ich dir jetzt nochmal anlabere, wahrscheinlich soll ich es nicht machen, oder? Nee. Ich glaube, diese Mission war die nicht irgendwie besonders krass oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Okay, bevor wir in das große Gebäude reingehen, würde ich aber gerade nochmal hier kurz einmal schnell durchheilen. Wir haben, glaube ich, ein bisschen was verloren. Dann gucke ich mir gerade noch die neuen Pokémon an und dann gehe ich zum Abschluss der Folge in das große Gebäude da unten. Alter Vater, ey. Eieiei. So. Ich würde gerne. So. Dich aber zu bekommen. Okay. Ja. Ist okay. Oh Gott. Eieiei. Poison Tail. Okay. Was hat Magi so zu bieten? Flame Body. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Ist auch in Ordnung. So. Level 5 bist du noch. Heieiei. Rocket, das ist tatsächlich in Ordnung. Ja, oh ja. Ja, dazu trainieren, geil. Ino ist at its best. Ich bin mal gespannt, was in dem Ei drin ist. Da bin ich halt echt mal gespannt. So, das einzige Gebäude, was wir noch nicht erkundet haben, wenn wir jetzt mal die Arena und diesen besetzten Turm oder was das da ist, davon absieht. Was ist denn das hier? Okay. Name Waiter. Oh, hier ist der Name Waiter. Hier ist der Name Waiter. Wir können die Pokémon umbenennen. Okay, das mache ich, offscreen. Wir haben den Name Waiter gefunden. Das ist gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. I'm the Nuzlocke Lord. What? Ich mache einen Nuzlocke! Ihr Schweine! Ich mache einen Nuzlocke, aber nach meinen Regeln! Das ist ja ohne Farsche. Ha! Ich krieg schon hier so viel geschenkt, ich brauch das nicht. Verdammter Fixer. Online-Sektor? Okay. What the fuck? Verdammt, ey. Hätte ich am Anfang Nuzlocke eingestellt, dann würde der mir jetzt irgendwie was Geiles geben, oder was? Okay. Guten Tag. Der Move Delete. Oh, okay. Okay. Der Move Delete. So, du haltst mich einfach nur. So, das brauche ich nicht. Kann man hier was kaufen? Ja, ich könnte mal ein paar Nummer 5 Great Balls gebrauchen. Dankeschön. So, kann man hier hoch? Jo, was ist hier los? Okay, ist irgendwie was mit Simulationen? Was zum Henker? Okay. Hi. Okay, kann ich nicht machen. Ist das hier irgend so ein Online-Gekröse oder? Was ist das? Oh Gott. Nee. Ich muss da mal weg. Nee. Ciao. Nee. Das mache ich mit Sicherheit nicht, ey. Irgendeine hier Developers Challenge. Okay, dann würde ich das Ei vielleicht tatsächlich erstmal auf die Box oder nehme ich das mit? Ah, das ist riskant, ey. Das ist riskant, das Ei mitzunehmen. Okay, wir müssen als nächstes hier in den Turm.
oder in dieses Ding da rein. Danach kommen wir in die Arena, die vom Typ Stahl ist. Das ist belastend. Und der Typ hat gesagt, man kommt hier oben da rein. Irgendwie von hier oben, irgendwas mit der Kanalisation oder so, hat er, glaube ich, gesagt. Okay, das sieht alles hier sehr... Okay. Da steht ein Dude. Da stehen mehrere Dudes. Okay, ich würde sagen, hier gibt es dann Routen-Action. Aber das gibt es erst in der nächsten Folge. Ich bin schon immer eine halbe Stunde. Mann. Ja, da würde ich sagen, wir haben die Stadt aber sowas von erkundet. Wir haben einige geile Encounter bekommen. Und wir haben auch noch ein Pokémon-Ei. Mal gucken, was da schlüpfen wird. Und in der nächsten Folge, ja, geht's wieder gegen Team Olympus, würde ich mal sagen. Ich war übrigens am Überlegen, dass diese Überlegung wird jetzt noch mehr bestärkt, dass ich Rotom in Rotom Heat umwandle. Wegen Feuer und Overheat und gut gegen Team Olympus. Die haben ja viele Stahl-Pokémon scheinbar. Und dann scheinbar auch gut gegen die dritte Arena. Schauen wir mal. Ich werde mir da mal was überlegen. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und haut rein. Bis dann und ciao.